Dieses noch sorgsam verhüllte Gemälde ist schon lange in der Familie und wurde stets hoch geschätzt. Das drehte sich einfach tatsächlich viel um dieses Bild. Es hatte so einen Ehrenplatz und man mussten dann immer die Vorhänge zugezogen werden, dass halt die Sonne das nicht ausbleicht beispielsweise. Ne? Ein berühmt-berüchtigtes Liebespaar soll hier von einem Holländer verewigt worden sein. Mary Stuart mit David Rizzio. Das ist der Mandolinenspieler und Berater von der schottischen Königin gewesen, der hier auch mitzusehen ist. Und mich interessiert es, zu wissen, was dieses Bild wert ist. Das soll ja aus der Meisterschule von Bruegel kommen. Und ob das jetzt wahr ist oder ne, ich kann das nicht beurteilen. Das fände ich natürlich schon spannend zu erfahren. Ja. Hallo, guten Abend. Ja, das ist ja ein prachtvolles Bild. Wo haben Sie es her und was wollen Sie von uns wissen? Es ist ein Erbstück meiner Großmutter, kommt aber eigentlich aus der Familie großväterlicherseits, ja. Der eben vorher verstarb. Und das ist seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Familienbesitz. Und mich würde interessieren, ob das wirklich ein Meisterschüler Bruegels war, der das gemalt haben soll. So wurde es mir überliefert. Genau, mich interessiert auch der historische Wert und inwiefern es vielleicht auch ähnliche Motive aus der Zeit gibt. Ne? Hat die da persönlich davor gestanden, die schottische Königin, oder wahrscheinlich nicht, vor dem Maler? Das heißt, als wen identifizieren Sie die beiden? Als die das Maria Stuart? Soll Mary Stuart und David Rizzio sein. Aha. Na, da haben wir ja, das einige sind Aufgaben jetzt. Nicht? Ein wunderbares altes Stück aus dem zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Das ist einmal sicher, aber sonst haben sich da allerlei Mythen gebildet. Und es ist sicher nicht ein niederländisches Gemälde, sondern ein französisches. Mhm. Und es ist kaum Maria Stuart, die war rank und schlank und 1,80 Meter groß und hatte eine lange Nase. Das kann man hier ihr auch unterstellen, rotes Haar, das ist eher blond. Und ihr Lehrer, Musiklehrer Riccio, der gleichzeitig ihr Geliebter war, trug zwar auch ein Stutzbart, aber dass das jetzt wirklich ein Porträt ist, das sollte weiter in Frage stehen. Also Bilder, die so ein langes Leben haben, haben auch die Tendenz ein bisschen der Mythenbildung. Und natürlich, wenn das jemand im 19. Jahrhundert verkauft, und das 19. Jahrhundert ist ja voll auch der Geschichtsforschungen und der Mythenbildung, dann wird mal gerne so eine aus der Renaissance, Spätrenaissance, Manierismus transportierte Geschichte auch verwendet, um vielleicht das Bild interessanter zu machen. Es gehört in den größeren Kontext der Bankettstücke. Bankette waren kleine gemeinsame Treffen, bei denen man Musik zur Aufführung brachte und Süßigkeiten, Obst, Käse aß. Das wurde häufig auch in bestimmten Räumen, auch kleinen Tempelchen im Garten manifest, und in den Kontext fügt sich das. Auch lässt sich's eher einordnen in diese Reihe dieser Allegorien. Denn was wir hier sehen, ist klar und deutlich die Beschäftigung mit Musik. Die Dame spielt die Laute, das war die Königin der Instrumente im 16. Jahrhundert, eine Knicklaute mit 12 Saiten. Er singt, und dann kommt noch was dazu, was vielleicht bis jetzt etwas unbeobachtet ist, aber dieses Früchtestillleben, auch das verspricht Genuss, Freude. Also wir haben es hier eher, bevor wir dann noch einmal auf die Maria Stuart vielleicht zu sprechen kommen, wir haben es hier eher mit einer Allegorie des Singens, der Musik, des Genusses zu tun. Dinge, die eigentlich früher Kabinettstücke, wie dann in späteren Jahren Bilder, über die man diskutieren konnte, die menschliche Situationen, höfische Situationen zum Ausdruck bringen. Es wird um 1580-90 sein. Ja. Und die Personen sind überaus reich gekleidet. Das sind einmal diese aufwendigen Spitzenkrägen, die Kostbarkeiten waren und in den Inventaren aufgeführt werden, wie auch dieser Edelsteinschmuck, der Knöpfe am Hut des Mannes bildet und dann in ihrem Haar steckt, und eine Reiheraigrette als Bekrönung der Frisur. Und das lässt also auf Personen schließen, die an den Höfen tätig waren oder sogar selbst in den unmittelbaren Kreis der Herrscherfamilien gehören. Jetzt stellt sich die Frage,
Sind es Porträts oder sind es eher Typologien? Es steckt dahinter schon das Schönheitsideal, das weibliche Schönheitsideal. Und ich verstehe schon, warum also Interpreten des 19. Jahrhunderts dann gerne gesagt haben, das muss die Maria Stuart sein, das ist die berühmteste Frau damals überhaupt, die sensationellste. Dann auch dieser Skandal, weil dass sie mit diesem David Rizzio, der Sekretär war bei ihr, der Lautenlehrer war, der in Oberitalien geboren worden ist, an ihren Hof gekommen ist, ein Verhältnis hatte, ist ziemlich klar. Er wurde auch von ihrem Mann ermordet. Also das ist eine wirkliche Raubersgeschichte gewesen, 1566. Und jetzt möchte ich mir aber eine Frage an Sie stellen. Glauben Sie, dass so ziemlich zeitgleich dieses skandalgeschüttelte Paar auch Inhalt der Malerei sein kann? Ist es nicht eher so, und das gab es ja dann auch, es gab ja im 19. Jahrhundert über die beiden sogar eine Oper. Also der Historismus hat sich mit diesen Dingen ja ganz anders beschäftigt. Da gab es keine persönlichen Beziehungen mehr. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Maria Stuart mit ihrem Liebhaber von einem doch ziemlich bedeutenden Maler, also das ist ja französische Hofmalerei, ausgehend des 16. Jahrhundert, zum Thema genommen wird, nichts mit den beiden zu tun hat. Jetzt zum Bild selber. Das Bild ist von wirklich schöner Qualität. Es ist jetzt nicht allererster Meister. Es ist also jetzt nicht Meister der Schule von Fontainebleau oder der nordfranzösischen Maler, die es ja gibt, aber es ist ein sehr guter Maler. Was ich nur bitten würde, ist, dass Sie einiges Geld in die Hand nehmen und es restaurieren lassen. Es zahlt sich aus und Sie werden eine Riesenfreude haben. Auch würde ich unbedingt versuchen, den Rahmen, auch wenn er schon ziemlich zerstört ist und von ehemaligen Wurmbefall geplagt, würde ich trotzdem versuchen, auch den Rahmen zu bewahren, weil er ist ein Rahmen aus der Zeit. Also der Rahmen ist genauso wie das Bild, weit über 400 Jahre alt. Es ist eigentlich eine Verpflichtung, die Sie haben, nicht? Weil dieses Bild zu besitzen, heißt auch, auf das Bild aufzupassen. Und ich bin überzeugt, dass Sie doppelt überrascht sein werden. Nur, loslösend von der Idee, dass das irgendwas mit Bruegel zu tun hat, völlig falsche Baustelle, und auch loslösend von der Idee, dass das die Maria Stuart wäre und ihr David Rizzio. Zum Preis, also wenn das Bibi fein hergerichtet ist, ich kann mir durchaus eine Größenordnung mindestens 20, 25, 30.000 Euro vorstellen. Die Qualität ist danach, wie gesagt, kein allererster Meister, aber ein sehr schönes, sehr dekoratives Bild, auch mit einer Verwendungsmöglichkeit. Allegorie der Musik, Allegorie der Genüsse ist auch etwas, was heute noch gilt. Jetzt noch eine letzte Frage. Gefällt es Ihnen? Ja. Dann durchaus. Kann ja mit großem Herzen an die Wiedergeburt dieses Bildes herangegangen werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank und bringen Sie es wieder gut nach Haus. Werde ich tun. Dankeschön. Ich finde es sehr interessant, das jetzt einerseits zu entmystifizieren auf eine Art, dass das wohl eben nicht die beiden sehr bekannten Menschen darstellt, so wie es mir überliefert wurde. Und nichtsdestotrotz verliert das Bild für mich dadurch keinen Wert, ne? Auch wenn das jetzt nicht Mary Stuart wohl selber war und David Rizzio ist. Für mich bleibt es dasselbe Bild, ja.